Ich würde sagen, dass mir mittlerweile 99% der Hate-Kommentare völlig egal sind. Aber dann gibt es immer dieses 1%, das so richtig reinsticht. Und zwar dieses Kommentar hier. Ich war so wütend, dass ich das gelesen habe und bin es immer noch. Und der Grund dafür ist, dass das einfach nicht stimmt. Also versteht mich jetzt nicht falsch, natürlich gibt es hunderte Make-up-Artists da draußen, die viel, viel besser sind als ich. Ich habe nie behauptet, dass ich die Beste bin und ich werde auch nie die Beste sein. Was auch völlig okay ist, das war auch niemals mein Ziel, ich möchte einfach nur Spaß mit Make-up haben. Aber zu behaupten, dass mein ganzer Erfolg nur von Glück kommt, ist schon ziemlich frech. Weil mit Glück hat das Ganze eigentlich gar nichts zu tun. Ich wurde weder mit einem krassen Talent geboren, noch bin ich außergewöhnlich hübsch oder reich. Ich habe mir das alles selbst erarbeitet über die letzten 5 Jahre. Ich poste seit 5 ganzen Jahren täglich auf Social Media. Ich nehme nie Urlaub, ich nehme nie ein Wochenende, ich nehme nicht mal einen Tag frei. Also wenn du mit Glück haben meinst, dass ich über die letzten paar Jahre mir eine tolle Community aufgebaut habe, dann hast du wohl recht, weil ich habe echt Glück, euch zu haben. Und ich kann auch stolz sagen, dass ich das alles verdient habe.